Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder bei Bonsai LP und wir sind gerade dabei, den umkämpften Norden zu betreten. Ja, diese fette Brücke hier. Diese Wunde. Und unser erstes Ziel, was ihr vielleicht schon auf der Minimap seht, ist diese schöne Festung. Ist die Festung von Yuma? Ich glaube, Yuma ist es. Ja, Yuma. Oh Mann, Alter, wie heißt der? Robin Rimana geht mir richtig auf den Sack. Der labert irgendwie nur noch Scheiße. Hä? Nein, Radio kann man nicht ausschalten. Doch, ich glaub schon. Aber man kann nächsten Song machen. Nee, ich wollte ja draufschießen. Also drauf du wolltest draufschießen. Hast nicht ihm gesehen, ich geschossen hab? Ich hab's gehört, aber ich wusste, hab gesehen, wo du hingeschossen hast. Walla, nein! Los, töte ihn. Halt nicht. Ja, Munition war gerade da. Wollen die mich verarschen? Rettet die Geisel, ich glaube, die Geisel ist alle gestorben. Wir retten keine Geisel, wir haben in der letzten Folge Geisel befreit. Ja, und was ihr noch nicht wisst, wir haben vor. Oh, ich leck dich garantiert nicht am Arsch. Wir haben vor, mit Minen und C4 die Festung genau anzunehmen. Hast du zumindest vorgehabt. Ich werde damit failen, ja, ich werde erstmal, ich glaube. Wir müssen den Geheimeingang erstmal suchen und dann gucken wir weiter. Die Festung hat einen Geheimeingang? Wette Menschen vor Raumtieren. Jede Festung hat einen Geheimeingang. Oder sollte zumindest einen haben. Also bei der Festung hatte ich keinen gefunden. Doch, hab ich. Da ist ein Dickhäuter. Yoshi! Wir sind da. Gut, ich dachte gerade, du fährst wieder rein. Das war da hinten rum, ne? Da hinten die Berge hoch links. Links, siehst du schon diese Klettervorrichtung? Tada. Ja. Da ist noch ein Dickhäuter. Yoshi! Ich sehe den Dickhäuter. Ja, aber wir rennen nicht mit dem Dickhäuter in die Festung rein. Ich könnte schon einen wegholen. Soll ich oder nicht? Nein, wir wollen. Nein, du holst den nicht weg. Wir wollen ihn mit Annäherungsminen und C4 töten. Aber markieren darf ich ja schon, wenn ich was sehe. Ihr habt scheiß Honigdachs. Im Elefanten Blatt gemacht. Abgetaucht. Abgenickt von Technik. Keine Werbung machen. Hört mich nicht. Ich verlange jetzt Geld von Saturn dafür. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch, weil in meiner Aufnahme ist hier Preise auch drin. Ja, aber du tötest den Typ nicht. Warum denn nicht? Weil wir erst den Alarm ausschalten. Große Luftschach, der rennt auf mich zu. Wow, ich hab da gerade einen Laser von einem Sniper gesehen. Wo ist der Sniper? Sniper steht doch da. Das ist doch nicht da, ein Sniper. Ich hab ihn gefunden. Wie nicht? Bin markiert. In welche Richtung läuft der Motherfucker? Er steht. Er läuft aufs Dach. Er sieht dich übrigens nicht, wenn du da hochkletterst. Ja, das waren nicht meine Bedenken. Weil er sich bewegt hat. Alter, ich dachte, what the fuck. Wir hätten sie fast entdeckt. Erstmal Alarm. Du fast. Und noch einen? Ja, schön, wir wissen, dass wir den Alarm sabotiert haben. Das war unser Ziel, muss ich sagen. Ups, das war der zweite Alarm. Auch wenn wir gesagt haben, an den anderen kommen wir nicht an. Da ist der. Was? Da ist der andere, gell? Ich hab schon zwei ausgeschaltet. Der letzte ist der, wo ach, das. Siehst du den Sniper drüben? Ja, und darunter leuchtet das Lichtchen. Kommen wir nicht dran. Sicher? Ja. Zumindest nicht von hier aus, hab ich meine. Da muss ich hin. Lass mich probieren, kurz bisschen. Ich hab grad einen Multikill mit C4 gemacht.
Was hat er gelabert? Hier liegen Gefallene, die haben einen Hund. Bleibt für den Hund, ich mag die Hunde nicht. Sniper nervt ein bisschen. Das war ein richtig nice Kill, den ich gemacht habe. Du musst dir vorstellen, ich wär so das C4 und ich sehe so das C4, wollt so wegrennen und das kommt gerade auf den Mond auf und dann BAM! Kommst du dran mittlerweile? Cool. Wollen wir Granaten auch benutzen? Ja, kannst du auch machen. Alter, du stehst direkt vor mir und siehst mich nicht. Oh, ich hab die Idee, was ich mache. Was denkst du passiert, wenn ich Fleisch reinwerfe? Warte, ich hab Fleisch reingeworfen. Ich will wissen, was passiert. Wenn die der Hund geht hin und frisst. Super. Ich muss meine Position wechseln. Weg ist er. Multikill, der zweite. Ob ich da oben drauf komme? Ich hab keine Sprengminen mehr. Lebt doch nicht mehr so viel. Ich glaube, es lebt nur noch der Sniper da hinten. Ups, und der Typ bei mir. Hast hier nicht getroffen. Ist das C4 nicht von dir? Warum die Achtung nicht hoch? Kein C4 von mir. Walla, ich bin hier nicht. Ernährungsmine OP. Gibt nur noch den Sniper, glaube ich. Und den Hund. Der Alarm wurde sabotiert, fällt ja früh auf. Nimm noch den Hund. Kommst du auch ran? Ja, lass den Hund in Ruhe, der frisst. Der läuft gleich in meine Annäherungsmine. Ich sag, dass du in dem Moment explodiert. Hey, nein, ich glaube, das war meine Granate. Nein, das war meine Annäherungsmine. Nein, das war 100% meine Granate. Dude, meine Annäherungsmine liegt da immer noch. Lol. Ach, jetzt verstehe ich, warum der nicht hochgeht. Der liegt hier oben auf dem Dach. Fail. Das liegt auf dem Boden. Du wurdest übrigens entdeckt von irgendjemandem. Ja, ich weiß von dem Typ, der hier vor mir stand, praktisch. Außenposten Stealth einnehmen, like a Boss. Sogar Festung, sorry, Festung. Was ist das eigentlich? Yoshi legt noch C4 rum. Ich sollte weggehen. Das ist nicht von mir. Alter, das ist von dir. Warte, das geht nicht. C4 mehr liegen. Hast du gerade die Leiche umgeschubst? Ich hab sie aufgehoben und weggeworfen. Aber ich habe 2 Multikills mit C4 gemacht. Im Ernst? Ich habe nur so wenig Granaten gefüllt. Weil ich die ganze Zeit da oben stand und Granaten reingeworfen hab. Hä? Ich hab hier definitiv noch den Sniper. Ach, den hast du wirklich da angeschleppt. Ich hab, die nur kurz aufgehoben, weil wenn du manchmal spackt das ein bisschen rum und man kann nicht mit E die Leute looten, aber mit F die Leute aufheben, dann hebe ich die Leute auf und dann kriege ich den Loot ja auch. Aua. Da kann ich nicht runterspringen, aber da hinten von der Mauer geht's. Okay. Hier liegt übrigens 2 goldene Fahrtypen rum. Was liegt da rum? Goldene Fahrtypen, die sind einfach so tot am Eingang von der Festung. Ja, die wollten da wirklich rein, dann Mine. Ja, aber dann, ja, okay. Benutzter Leuchtstab. Wieso kann man einen benutzten Leuchtstab looten und den dann wahrscheinlich irgendwann verkaufen? Wo geht sowas? Leute, schreibt's in die Kommentare, warum sowas geht. Da stand Herc Heilspritzen geben, aber ich geb dir keine Heilspritzen. Alter, ich will da rein. Kommst du hier nicht rein? Also ich habe keinen einzigen Luft, Schuss abgenommen. Ja.
Ich hab nichts abbekommen. Meine Körperbauung hat nur 100% hier. Schnell weg! Los, hier draußen ist ein Elefant. Ich dachte, du hockst in einem Traktor. Was machen wir jetzt? Die Folge ist noch ein bisschen kurz, habe ich gesehen. Ja, wir können noch einen Ausbruch nehmen, würde ich sagen. Aber lass mal die Bombenentschärfung machen. Machen die Bombenentschärfung. Warte, ich will gucken. Ich will gucken, ob ich auf dem scheiß Dings landen kann. Bleib doch mal stehen. Nein, Mann. Fahr ein bisschen vor. Ah. Dem der Geokopter nur so kleines schwankt, der ganz schön. Walla, fahr los. Walla, das wird nicht klappen. Walla, ich bleib einfach in der Luft schweben. Bist ein Geokopter, was erwartest du? Ey, soll ich den Glockenturm da einnehmen? Der Glockenturm ist eingenommen. Mir auch was eingefallen. Sonst würden wir die Karte sehen. Ich bin ein bisschen zu hoch. Ich schiebe es zu langsam. Aber wenn wir Bombenstreifen machen, kann ich schon mal Geokopter nicht mehr fliegen. Deshalb meinte ich, wette, das ist richtig episch, wenn wir zu zweit Geokopter fliegen. Entschuldige, hast du eine Sekunde? Habe ich eine Sekunde? Boah, nein, hier sind 100 Klacks. Yoshi, boah, Idee. Du, ich fliege Geokopter, du kannst hier Dings fliegen. Die heißt Gleiter. Nein! Ja, du wurdest entdeckt. Wieso ich? Weiß ich nicht, da stand Part entdeckt. Ich habe da drüben zwei Leute getötet. Siehst du diesen kleinen Pfad, der da hochgeht? Da liegen zwei Leichen, wenn du sie looten willst. Viel Spaß. Scheißdreck mache ich. Sag mir, wenn du Paragleiter fliegst. Die Garde hat überall Sprengsätze gelegt. Okay, ich gehe. War so klar, dass wir dahin müssen. Denkst du, ich kann dich töten, während wenn ich mit dem Kopf. Lol, halt... siehst du den Sniperstrahl? Ja. Erstmal Yoshi abdrängen. Ach man. Adler kann ich wirklich nicht. Loot den Hintereingang. Wo ist der Hintereingang? Reintauchen? Ja, vielleicht. Da gibt's doch den Hintereingang. Irgendwo den Hintereingang, wo ist so ein Booteingang. Voila, hier ist ein Tunneleingang. Hab ich gehofft. Was? Das war richtig. Da ist der Tunneleingang. Hier. Ich hab ihn gefunden. Ich frag mich momentan noch, wie ich da reinkommen soll. So wie ich, Wingsuit an und YOLO. Scheißdreck, ich lass mal genug. Da hier. Wir haben dich entdeckt. Bei mir nicht. Bei mir schon. Walla, der Geokopter steht da vorne. Oh, da steht irgendwo ein Luftkissenbursch. Yoshi, wir können nachher tauschen, wenn du willst. Wobei mir egal. Entweder. Hat er gerade gesagt, ein Messer im Arsch gehabt? Ich pack mal die Schredder aus. Ja, die hat einen Schalldämpfer, bevor du was sagst. Weißt du, dass der Schredder einen Schalldämpfer hat? Nein. Gut gemacht.
Warte, habe ich sehr gut gemacht. Warte, ich schaff's noch, die Bombe zu entschärfen. Ich nehme versucht, die andere zu nehmen. Die ist da oben drin, das Scheißding. Ja. Da ist die Treppe nach oben. Ja, diesen Flammenwerfer-Typ, der ist eh unwichtig. Mach hin, du bist da. Ja, du hast eine Bombe zum Entschärfen. Ich habe in der Zeit 4 entschärft. 2, 1, 0. Alter, ich stand da vorne und hab E gedrückt. Hab die Scheißbombe gesehen und ich drück E. Ja, wieso lässt du dich entdecken? Der Typ ist so schnell vorbeigegangen. Ist nur wie der Gyrocopter, der jetzt eh weg ist. Nein! Güri! Wir hätten von außen anfangen sollen aufzuräumen. Wir hätten von Anfang so von außen anfangen sollen aufzuräumen. Wollte sie von innen pflanzen, aber okay. Kann ich da auch lang? Ja, kann ich, sehr schön. Werden dir auch keine Gegner angezeigt auf der Karte mehr? Ja, die sind ja auch jetzt ruhig. Die siehst du ja nur, wenn die rumschreien. Oder sie markiert sind. Diese Musik. Was haben die hier eigentlich schon Kräuter gehabt? Voila. Er hat mich fast entdeckt, Alter. Du weißt. Siehst du die Leiche da vor dir? Hast du die gesehen? Ja, ich weiß, der Typ hat mich aber nicht gesehen, an dem bin ich vorbeigelaufen. Hast du diese Leiche hier gesehen? Von mir. Ja, das habe ich nicht. Nimm die Pflanze mit, die grüne. Kannst du mir Deckung geben hier hoch? Ist da jemand? Warte. Ich sehe niemanden von meiner Position aus. Vor allem, ich sammle die ganze Muni ein, weil ich vor dir langlaufe. Jop. Ich habe bei mir die ganze Zeit für eingesammelt. Ich gehe hoch. Bleib du unten, nimm du die andere Bombe. Dürfte keiner sein. Da einer habe ich getötet, aber. Nicht schlechter als das. Hast du das Luftkissenboot oder was? Warte, ich will auch mit. Nein, ich lasse dich hier zurück. Oh, musst du mal schwimmen gehen? Ja, klar. Hallo, einsteigen bitte, danke. Ja, Mann. Vor allem, du kannst einfach immer noch den Sniper benutzen. Ja, Mann. Ich habe das MG42. Ja, OP. Dann meine Bombe entschärft. Yeah, da einmal gefailt haben. Wo geht's jetzt hin?
ich weiß nicht, wollen wir noch die Aufnahme weitermachen? Wollen wir noch einen Außenposten schnell? Ja, komm, wir nehmen auch schnell hier diesen Außenposten hier ein. Ja, okay. Wollen wir einfach reinrennen? Also dafür haben wir dieses Equipment nicht. Ein bisschen rumschleichen und du tötest bitte links die Leute. Hä, Walla, das ist MG42 überhaupt dabei. Weil es kann. Hat mir nicht gesagt, wir nehmen es nicht mit, weil es OP ist. Ja, dann haben wir gesagt, komm, wir machen wieder Ausrüstung nach Belieben. Ach, das haben wir gesagt. Hab ich zumindest gesagt, ja. Yoshi, Luftkissenboote können auch nicht fliegen, genauso wie Elefanten. Das ist der größte Scheiß, dass Luftkissenboote aufgestoken. Apropos Elefanten, da stand ein Elefant. Ja, und Elefanten. Das hatten wir schon. Ja, aber sie sterben immer. Also können sie nicht fliegen. Du siehst das, pack dein MG42 aus und bring es um. Holla, das brennt. Das brennt? Ich sag aus, oh, das brennt. Walla, da sind noch mehr! Walla, das ist immer noch dasselbe. Walla, das ist nein, weg. Da waren zwei Stück. Ja, das eine ist weggerannt, das andere, was eben noch mal auf uns zugerannt ist, ist immer noch dasselbe gewesen, was, ja, ganz am Anfang ja, draufgerannt ist. Luftboot. Luftkissenboot ist als der geilste Vorbereitung, finde ich, das zweitgeilste nach dem Gyrocopter. Ja, du kommst, halt, überall, auch kommst halt fast überall hin mit dem Luftkissenboot, ne? Ja, mit dem Gyrocopter wirklich Gyrocopter überall. Kommt man auch, nein, nicht überall. Es gibt Grenzen, wo du dann mit der Höhe die Probleme. Ja, hast. Das ist das eigentliche Problem, aber sonst kommst du fast überall hin. Du kannst jeden Außenposten im Norden mit dem Ding einfach abfliegen. Meinst du die Leute? Meine ich ja. Hab ich gesagt, dass das Luftkissen fast kaputt ist? Gut, weiß keiner. Ich will das nicht fahren, ich wollte es eigentlich reparieren. Da muss man noch ein bisschen mehr Schaden drauf machen. Nein. Guckst du? Ach, jetzt geht's plötzlich wieder. Ich liebe Luftkissenboote einfach, die sind so sexy. Ich höre Hund, ich sehe Gegner. Ups. Den kann ich töten, ich denke, den kann ich töten. Den juckt niemand. Walla, der wollte dich gerade entdecken, oder? Ich. Bitte mal den zweiten Alarm. Der Hund hat mich entdeckt. Really? Walla, zwei Hunde. Gut so, Herc ist zurück, er ist wieder da. Da waren 200, das waren 2 zu 4. Deshalb musste ich gerade nach da unten fliehen. Bam, kein Alarm. Schön, dass du den anderen Alarm ausgeschaltet hast. Hab ich zwar nicht mitbekommen, aber hast du gut gemacht. Und dann erstmal wie so eine Pussy. Ja! Weißt du, weil ich bin dann erstmal wie so eine Pussy von der Klippe gesprungen. Zwei Hunden weglaufen. Ich hatte null Balken Leben. Und da waren zwei Hunde vor mir. Und ich hatte die Sniper ausgerüstet. Ich bin erstmal die Klippe runtergehüpft. Das ist eine halbautomatische Sniper. Brauchst du keine Angst haben. Ich will meine Waffe wieder haben. Das klappt nicht zu scopen mit der. Schaff ich nicht. Brauchst dich zu scopen, los. Voila. Lol, der Typ hier hatte eine Fernbedienung dabei. Ich wundere, dass der. Er wollte mit der Fernbedienung wahrscheinlich den Alarm auslösen. Feind gesichtet. Ah! Wie? Nee. Weißt du, was da steht? Die Feinde, die in diesem Auto da saßen. Die können nicht mörsern. Dann haben sie sich auf sich selbst gemörsert. Auf jeden Fall, Leute. Nein! Das war's. Dieser Typ hat gemörsert.
Nein, so. Wir können die Folge noch nicht beenden. Komm her. Warum können wir die noch nicht beenden? Ist noch eine Runde im Luftkissenboot drehen. Boah, wow. Schredder. Ja, fahr mal links lang, fahr mal links lang. Walla, hab ich gesagt, dass das Teil scheiße denkt. Gut. Walla, hab ich gesagt, weiß ich. Da sind Nashörner. Hab ich gesagt, dass ich alle wütend mache? Kommt her! Junge, nein! Das ist ein Elefant in uns, ja. Okay. Bist du schnell. Mama! Nein! Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist gerade auf der Seite gefahren, aber ja. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ihr seht mich kein Nashorn.